Hallo, ich grüße euch. Nun im zweiten Teil mit Philipp und es geht darum, wie ihr mit drei einfachen Schritten eine dauerhaft und stabile Gesundheit erzeugen könnt. Freut euch auf dieses spannende Interview und eine echte Bereicherung für uns alle. Viel Spaß. Hallo Philipp, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Hallo Alex, ja, danke, dass ich nochmal die Möglichkeit bekomme und ich freue mich, den Faden wieder aufnehmen zu können. Ja, absolut. Und wir haben uns ja heute im zweiten Teil haben wir mal geschaut, was noch weiter interessant ist. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche. Wir werden wahrscheinlich auch einen dritten, vierten Teil zusammen machen. Aber heute auch für die Zuseher auch was natürlich, wie Sie eben langfristig auch ihre Gesundheit stabil halten können, also dauerhaft und stabil. Und da gibt es so circa drei Schritte, die du dir über, die ihr euch überlegt habt, was da besonders zu beachten ist. Und da würde ich dann gerne den Stab an dich weiterreichen. Unbedingt, ja. Also erstmal nochmal lieben Dank und vielleicht für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Philipp Domsch, Therapeut, Experte für ganzheitliche Gesundheit. Das ist meine Mission, mein Lebensinhalt, ganzheitliche Gesundheit nach draußen zu bringen und da etwas zu verändern in der Gesellschaft und auch Therapeut, ja. Ja, wir haben mit Podium jetzt seit einigen Jahren die größte Video- und Weiterbildungsplattform, haben eine Ausbildung, haben ein Mentoring-Programm, haben große Online-Kongresse gemacht mit über 250.000 Teilnehmern, haben das größte Netzwerk an ganzheitlich arbeitenden Experten mit über 1.600 an der Zahl. Sind da sehr, 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 sehr aktiv und freuen uns natürlich, möglichst vielen Menschen davon berichten zu können und vor allem auch erklären zu können, wie man eben ganzheitliche Gesundheit umsetzen kann für sich selbst oder eben für Klienten. Genau. Und ja, wie fangen wir da an? Also drei Schritte sind das. Ich sage immer, wo ist denn das Ziel? Also wenn wir über ganzheitliche Gesundheit reden, müssen wir einfach mal sagen, um was geht es denn überhaupt? Und am Ende ist es ganz, ganz einfach. Es geht ja einfach nur darum, dass wir uns von einem Punkt A zu einem Punkt B bewegen, wo wir uns besser fühlen. Mehr ist es ja nicht. So, jetzt gibt es Menschen, die hier unten vielleicht eine Erkrankung haben. Es gibt aber auch Menschen, die einfach nur sagen, ich möchte noch gesünder werden. Am Ende ist es genau dasselbe. Das ist völlig egal. Das dauert bei dem einen ein bisschen länger als bei dem anderen. Das natürlich, wenn ich eine schwere Autoimmunerkrankung habe, dauert das länger. Und ich komme vielleicht auch gar nicht zu einem Punkt, wo andere noch hinkommen, weil eben schon gewisse Dinge zu sehr in die falsche Richtung gelaufen sind. Aber am Ende ist es trotzdem, sind es die gleichen Herangehensweisen. Und darum soll es heute gehen. Darüber werden wir sprechen. Ein Stück weit haben wir darüber ja auch in unserem ersten Gespräch schon gesprochen. Und das sind genau drei an der Zahl. Ja? Ich will also, dass ein Mensch von Punkt A zu Punkt B kommt und dann auf diesem Punkt B mit einer gewissen Sicherheit auch bleibt. So. Und dafür muss er Zusammenhänge verstehen können. Er muss also verstehen, grob, was passiert im Körper, wie interagieren gewisse Systeme miteinander und welche Rolle spielen die verschiedenen Ebenen der Gene? Also am Ende ist es ja immer so, dass eine Zelle die DNA abliest und von da aus Proteine produziert. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, aber warum produziert manche Zelle Krankheit und manche eben nicht? So, man weiß ja heutzutage, dass alle Systeme im Körper nach gewisser Zeit komplett erneuert sind. Selbst das ganze Skelett ist nach gewisser Zeit, 7 Jahren sagt man, komplett erneuert. Warum schafft es nicht, dann ein gesundes Skelett oder ein gesundes System wieder auszubilden, wo es doch trotz ist. Gute Frage. Wie lautet die Antwort? Was? Gute Frage. Wie lautet die Antwort? Na, die Antwort ist, dass die Menschen nicht verstanden haben, wie die Gene arbeiten und welche verschiedenen Ebenen der Gene es gibt. Wir reden immer über Genexpressionsmuster. Also die Gene schreiben unentwegt, ja, so viele Millionen Vorgänge in jeder Sekunde. Und wir müssen uns fragen, okay, wie können wir dafür sorgen, dass die Gene anders schreiben? Ne? Und jetzt wird der eine oder andere denken, ja, Philipp, Epigenetik. So, ja, Philipp, das sind Polymorphismen für diejenigen, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind. Das eine oder andere ist nicht richtig und nicht falsch. Wichtig ist, dass man sich nicht auf eins oder das andere komplett einschießt. Man kann nicht mit Epigenetik alles in den Griff bekommen, nur mit Epigenetik. Nur weil ich mich mit Polymorphismen auskenne,
weiß ich trotzdem noch nicht, wie ich Gesundheit erzeugen kann. Weil es gibt viele Schulmediziner, die sich extrem gut damit auskennen, trotzdem können sie keine chronischen Erkrankungen in den Griff bekommen. So, das jetzt gehe ich schon sehr, sehr tief rein. Was ich erstmal nur sagen wollte, ist, Zusammenhänge muss man kennen. Man muss in der Lage sein, gewisse Ursachen zu finden. Also man muss, ich nenne das eher positiv formuliert, Hebel. Also ich muss mal herausfinden, wie kann ich dem Menschen, egal was er gerade hat, am besten helfen. Wenn er eine Erkrankung hat, natürlich helfen, die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Wenn er präventiv arbeiten will, einfach herausfinden, wo ist denn gerade der größte Hebel? Du merkst schon, das ist am Ende genau dasselbe. Ich gucke, wo sind gewisse Systeme am meisten aus dem Ungleichgewicht geraten und diese gehe ich an. Beim Menschen, der krank ist und aber auch beim Menschen, der noch mehr Performance will, noch mehr Gesundheit. Und das Dritte ist, okay, wie gehe ich denn dann vor? Ich habe die Zusammenhänge verstanden, ich verstehe grob, was ist denn da passiert im Körper. Ich habe herausgefunden, was ist denn die eine wichtige Ursache. Und jetzt frage ich mich, okay, was sind die nächsten Schritte? Ne? Also die Umsetzung, Gesundheitspläne schreiben, Therapiepläne schreiben, Interventionen, gibt es viele verschiedene Worte für. Am Ende ist es immer dasselbe. Was macht derjenige denn dann? Oder wenn ich das für mich selbst umsetze, was soll ich denn dann machen? Ne? Das sind die drei Punkte. Und ich teile gerne mal meinen Bildschirm. Ich habe dazu noch ein Bild mitgebracht. So. Also du siehst das, dieses grün angehauchte Bild mit den drei Ebenen. Mhm. So brechen wir Gesundheit herunter. Ja, in drei Ebenen. Ich habe über die erste Ebene schon gesprochen. Das sind die Vorläufer, also zum Beispiel vor allem die Gene, ja, die DNA, wie werden Gene ausgelesen, wie werden Proteine dann erzeugt, Epigenetik, blablabla, diese ganzen Themen. Also ich sage immer, das ist ein bisschen wie eine Straße mit Schlaglöchern. Und die Frage ist immer, fahre ich durch die Schlaglöcher immer und immer wieder durch oder schaffe ich es einfach drum rumzukurven oder vielleicht sogar eine andere Straße zu nehmen, wo diese Schlaglöcher nicht sind. Ja, so können wir uns die Gene vorstellen. Weil die Gene allein, und das ist ganz klar wissenschaftlich bewiesen, sorgen in 99,9% der Fälle nicht dafür, dass wir für eine Erkrankung determiniert sind. Also, dass wir nichts anderes machen können, wir müssen halt damit leben. Ja, das gibt es. Vielleicht hast du das auch beobachtet, bei vielen Leuten ist das auch so ein bisschen, kommt es mir vor wie so eine Entschuldigung oder es wird halt sehr leicht, es wird sich leicht gemacht von Arztseite und von Patientenseite aus, dass man sagt, ja, das sind die Gene, die Familie und bei mir wird es genauso sein. Ne? Dieses ist ja fast schon eine self-fulfilling prophecy dann irgendwie. Genau, leider ja und wie gesagt, ich will das auch gar nicht kleinreden, die Gene spielen eine Rolle. Aber wenn man weiß, wie man damit umgehen soll, eine viel, 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 viel geringere, als man das dann annehmen mag. Das ist eine gute Botschaft, denke ich doch. Ja. Und jetzt fragt man sich, okay, aber ich sehe doch, dass ich die gleichen Probleme wie meine Mutter habe. Ich sehe doch, dass ich die gleichen Probleme wie meine Oma habe. So, ja, es kann sein, dass du gewisse Schlaglöcher hast, also sozusagen gewisse Markierungen auf dein Gen. Polymorphismen wäre jetzt hier das Schlag, also Single Nucleotide Polymorphisms. SNPs, sogenannte SNPs, hast, die dafür sorgen, dass, wenn du gewisse Dinge in deinem Lebensstil falsch machst, auch gewisse Symptome auftreten. Wie bei mir eben früher die Akne aufgetreten ist und das ein Symptom ist, was bei mir schnell auftritt, wenn ich eben einen schlechten Lebensstil habe, ist es bei einem anderen eben, weiß ich nicht, gewisse chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Ne, da hat die Mutter das gleiche wie die Tochter. Aber warum haben das beide? Weil beide einen sehr ähnlichen Lebensstil haben. Das ist oft eher der Punkt. Ne? Ja. Weil beide vielleicht auch eine Epigenetik haben, die die Mutter schon an die Tochter übergeben hat und die durch die Kindheit, wo eben beide genau den gleichen Lebensstil, gleiche Ernährung hatten, verstärkt wurden. Das ist der Punkt dahinter. Ja? Weil in Zwillingsstudien, bei eineiigen Zwillingen, sehen wir das sehr, sehr gut, dass genau die gleiche Genetik vorliegt und komplett andere Gesundheiten, wenn die Kinder unterschiedlich aufwachsen. Ja. Deswegen habe ich jetzt lange über diese erste Ebene geredet. Da will ich eigentlich gar nicht so viel drüber reden, weil macht euch dafür über nicht so viel Gedanken. Wenn ihr hier die beiden Ebenen hier rüber versteht, dann ist das meiste schon gerettet so. Denn die, ich will mal hier oben anfangen, diese Ebene, die Mediatoren. Wenn wir Symptome haben, und das muss noch keine Krankheit sein, es kann zum Beispiel auch einfach sein, dass wir öfter mal Schmerzen haben, Kopfschmerzen, Gelenksschmerzen, was auch immer, ja, und dann entzündlicher Faktor eine Rolle spielt. Es sind jetzt also keine reinen Spannungsschmerzen, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Rückenschmerzen,
Sondern es spielt auch eine Entzündung eine Rolle. Spielt natürlich auch beim Spannungsschmerz eine Rolle. Auch da vermittelt am Ende die Entzündung den Schmerz, ist klar. Aber wir gehen jetzt mal von Schmerzen aus, wo vor allem die Entzündung die Ursache ist. So. Und eine Entzündung entsteht, weil ein bestimmtes Enzym vermittelt wird, das COX-Enzym, Cyclooxygenase. Und dadurch entsteht dann der Schmerz. Und die Schulmedizin, und das wäre jetzt der Mediator, dieses Enzym sozusagen und gewisse Stoffwechselvorgänge. Und die Schulmedizin ist sehr gut darin, diesen letzten Stoffwechselvorgang zu unterbinden. Ja, diese Mediatoren zu unterbinden. Ja, also mal ein einfacheres Beispiel. Wenn wir uns eine Bevölkerung vorstellen, eine Gesellschaft, dann rumort da vielleicht was. Die Leute sind unzufrieden. Man merkt einfach, da ist so eine komische Stimmung. Das ist kurz vorm Kippen so, ne? Und dann kommen die ersten Demonstrationen und dann hat der Staat die Möglichkeit, mit Hilfe der Polizei, mit der Exekutive, diese Demonstration niederzuschlagen. Es wird aber nichts ändern, weil die Unzufriedenheit wird nicht weggehen. Das wird am Ende nur noch schlimmer werden. Das ist also Öl ins Feuer zu gießen sozusagen. Aber klar, erstmal hilft es natürlich, weil vielleicht irgendwie, Anarchie sozusagen noch nicht ausbricht, wie wir das in den USA teilweise erleben. So, aber auch hier ist klar, ey, wir müssen trotzdem an den Ursachen kämpfen oder an die Ursachen rangehen, sonst werden wir hier große Probleme bekommen. Und so ist die Schulmedizin sehr, sehr hilfreich. Sie hilft uns aber nicht dabei, die Ursachen in den Griff zu bekommen, weil es nicht die Aufgabe der Schulmedizin ist. Die Schulmedizin ist für akute Fälle zuständig, Knochenbrüche, starke Infektionen und so weiter und so fort, ne? So, und jetzt kommen wir zu der mittleren Ebene. Die Auslöser, da setzen wir an. Das heißt, wir gucken uns wirklich an, okay, was rumort denn da im Inneren? Wo sind denn Systeme aus dem Gleichgewicht geraten? Wir haben die LIBER-Methode entwickelt, nennt sich Life Balancing. Wir brechen Gesundheit in 7 Kernprozesse herunter und schauen einfach, welcher dieser Kernprozesse am meisten aus dem Gleichgewicht geraten ist. Ja, und diesen gehen wir dann an. Ja, da gibt es zum Beispiel den Kernprozess der Darmgesundheit, ja, die Darmbarriere und das Mikrobiom, also die Bakterien im Darm, auch Entgiftung und Vergiftung, die hormonelle Gesundheit, hormonelle Gleichgewichte und die Gleichgewichte der Botenstoffe, zum Beispiel auch Energie, Mitochondrien, ja, wie schaffen wir mit Energie zu erzeugen, wie viel Energie wird auf der anderen Seite aber auch verbraucht, sind auch wieder 2 Seiten der Medaille und so weiter und so fort. Und wenn wir da ansetzen, dann arbeiten wir ganzheitlich und dann sozusagen können wir auch dem Menschen da helfen. Ja, genau. Deswegen hier ein anderes Bild. So muss man Gesundheit verstehen. Über dem Eisberg sehen wir, okay, sehen wir vielleicht bei Freunden, boah, der hat so viele zufriedene Klienten, wie macht der das? Wenn man Freunde hat, die unsere Ausbildung genossen haben oder die unsere Systeme haben, wir haben viele Ärzte auch bei uns, dann sieht man, hey, das klappt irgendwie bei denen ganz gut. Und sieht aber nicht, was unter der Oberfläche vor sich geht. Und unter der Oberfläche geht es eben darum, nicht noch mehr Wissen zu generieren, sondern systematisch, konzeptuell nach einem roten Faden das Ganze anzugehen. Weil immer noch mehr Wissen führt nur zu immer noch mehr Verwirrung. Im ersten Schritt kennt jeder von euch vielleicht, ja, man besucht eine Weiterbildung, man macht das noch ein Webinar, man guckt sich noch ein Video an und denkt, oh, so spannend, das ist ja so cool. Und dann geht man zurück in die Arbeit oder ja, manche machen es ja auch vielleicht nebenberuflich oder arbeiten oder sprechen mit Verwandten, Bekannten, versucht das anzuwenden, das Wissen, und merkt, boah, das ist ja so komplex, weiß hier gar nicht, wo ich anfangen soll. Das heißt, dieses zusätzliche Wissen hat im Grunde keinen praktischen Zugewinn gebracht, sondern eher noch mehr Komplexität, noch mehr Verwirrung. Und genau das wollen wir nicht. Wir wollen eben System an die Hand geben und das machen wir in diesen 3 Bereichen. So. Jetzt können wir uns da mal durcharbeiten. Hast du vielleicht hier erstmal eine Frage, bevor ich hier meinen Monolog fortsetze? Also was würde dich jetzt hier am meisten interessieren? Ich kann dir nur zustimmen, dass das Wissen alleine noch nichts bringt, wenn man es nicht auf die Straße bringen kann, also die PS auf die Straße. Und ob jetzt ein Therapeut oder jemand, der selber gesunden möchte, ich glaube, das ist wichtig, dass man dem das an die Hand gibt, wie er das selber organisiert. Und bitte, Feuer frei. Genau, der erste Punkt zur ersten Ebene, Zusammenhänge, ja, ist, dass wir lernen müssen, ganzheitlich zu arbeiten. Und jetzt denkst du dir da draußen vielleicht, ja, boah, Philipp, mein Gott, das ist jetzt aber kein spannender Tipp, so mache ich eh, ne? Weil es ja am Ende Definitionssache. Für mich ist ganzheitliches Arbeiten ein Arbeiten, wo keine
Wissenslücken mehr vorherrschen, keine Fragezeichen mehr vorherrschen. Was meine ich damit? Das heißt nicht, dass wir auch mal hier und da ein bisschen recherchieren müssen, dass wir in gewisse Dinge noch tiefer reintauchen müssen, aber in einem Konzept. Das heißt, wenn wir mit dem Klienten sprechen, dann wissen wir, in welcher Richtung wir tiefer reintauchen müssen und müssen nicht gefühlt an 5 Richtungen tiefer reintauchen. Das heißt, wir arbeiten effizient und produktiv und eben auch dahingehend, dass wir mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit dem Klienten weiterhelfen können. Wie machen wir das konkret? Wir arbeiten hier zum Beispiel mit Fragenkatalogen, die wir entwickelt haben, wo wir eben erstmal einen Allgemeinfragenkatalog haben mit über 30 Fragen, wo wir zwischen den Zeilen lesen, wo wir uns nicht von Symptomen und Diagnosen verwirren lassen, die oft sehr komplex sind, oft sehr wissenschaftlich, oft wenig Gewinn bringt, wenig praktisch, wenig lösungsorientiert, sondern wir lesen zwischen den Zeilen, fragen den Klienten Fragen, die sonst noch keiner gefragt hat und finden dann heraus, okay, in welchem Bereich gibt es Disbalancen, Ungleichgewichte. Ja, in der Lieber-Methode haben wir eben genau 7 Kernprozesse, 7 Gleichgewichte, die wir uns anschauen und schauen, welcher dieser Kernprozesse ist wahrscheinlich am meisten aus dem Gleichgewicht geraten. Und dann haben wir noch 7 spezifische Fragenkataloge, wo wir genau schauen, okay, hey, kann ich das verifizieren? Dann tauche ich noch mal tiefer rein und schaue wirklich quantitativ, ja, also zahlenbasiert sozusagen, auf Wahrscheinlichkeiten beruht, wo, oder kann ich das bestätigen, ja? Und dann kann ich auch nochmal mit Diagnostik tiefer reintauchen. Schwermetalldiagnostik, Hormondiagnostik, Mikrobiomanalyse, ich kann gewisse Vitalstoffe mir angucken und so weiter und so fort, ne? Aber wichtig ist, ganzheitliches Arbeiten, ohne offene Enden, ohne Lücken, sodass ich einfach weiß, ich muss eine Sache einfach nur wissen. Ich habe alles im Blick. Mhm. Ich habe alles im Blick. Ich brauche keine Angst haben. Und das strahle ich auch aus gegenüber dem Klienten. Ich habe da auch einen Expertenstatus. Ja, ich, was ich da auch jetzt so raussehe, ist dieses, es gibt viele Leute, ich sage das mal, das ist so ein One-Trick-Pony. Ja, die haben sich auf eine Sache spezialisiert und dann, die sind dann der absolute Hammer in dem Bereich. Aber du kennst das ja, ihr kennt alle den Spruch, wer der Hammer ist, für den ist alles der andere der Nagel. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch so, da merkt man so ein bisschen, okay, ja, man kann ruhig ein Hammer sein in dem Bereich, aber die anderen Bereiche, die sind auch wichtig für das ganze System und die müssen auch beachtet werden. Und ich glaube, das ist da eine ganz gute Erinnerung für viele Leute, die bisher so ein One-Trick-Pony waren. Genau, da noch ein Punkt dazu. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ganzheitlich zu arbeiten heißt auch, nicht mehr nur auf sich gewisse Nischen zu verlassen. Mhm. Es gibt viele Menschen, die sind Darmcoaches, Darmtherapeuten, Entgiftungstherapeuten, Hormoncoaches, Ärzte, die sich ganz krass auf Umweltmedizin spezialisiert haben und so. Das ist alles gut und richtig. Und solange sie dann auch mit anderen noch kooperieren, ist es auch nicht groß verwerflich. Nur ist es dann aus meiner Sicht verwerflich. Ich meine, die meisten wissen es nicht. Die machen es nicht aus bösen Willen sozusagen. Ne? Aber es ist ein Stück weit verwerflich, weil es eben das Arbeiten auf Grundlage von Dogmen ist. Ja, ich sage einfach, es liegt immer an Entgiftung und Vergiftungsthematiken und ich packe alle Leute in diese Schublade rein. Und das kann ja nicht sein. Ich meine, das kann sich ja jeder vorstellen, dass das nicht so ist. Ich kann nicht jeden zum Beispiel auch auf Darmgesundheit zurückführen. Genauso kann ich nicht jeden auf die mentale Ebene zurückführen. Aber ich muss in der Lage sein, bewerten zu können, muss ich bei demjenigen ein bisschen mehr auf mentaler Ebene oder vielleicht fast alles auf mentaler Ebene machen, bei einem anderen wiederum fast gar nichts, weil es einfach biologische Themen sind, weil gewisse Stoffwechselvorgänge nicht mehr richtig funktionieren, weil Vitalstoffmängel vorherrschen oder. Ja, das heißt, das bedeutet für mich ganzheitliches Arbeiten, weg von Dogmen, weg von Nischendenken hin zu wirklich ganzheitlichem Denken und dem Menschen in allen Bereichen helfen können, beziehungsweise den Menschen wirklich vollumfänglich wahrnehmen können. Wie würde dann beispielsweise so ein ganzheitlicher Gesundheitsplan aussehen an Max Mustermann jetzt zum Beispiel? Ja, coole Frage. Genau, da komme ich nämlich zum nächsten Punkt, Ursachen. Ne? Der nächste Punkt, du erinnerst dich an das Bild, ist Ursachen. Kann man auch lange drüber reden, aber das Wichtigste ist, dass wir lernen müssen, nicht Prioritäten, das Wort gibt es eigentlich gar nicht,
es gibt eine Priorität, aber sobald ich Prioritäten habe, ist es schon keine Priorität mehr, weil ich habe ja mehrere Dinge so, ne? Das ist mal auch so eine Lebensweisheit irgendwie, bitte setzt eine Priorität, aber nicht Prioritäten. Und so ist es auch im Umgang mit Menschen im Bereich der ganzheitlichen Gesundheit. Das heißt, ich muss herausfinden, welcher der Kernprozesse, Systeme, wir nennen das Kernprozesse, ja, kannst du auch Systeme, biologische Systeme nennen, wie auch immer, welcher da am meisten aus dem Ungleichgewicht geraten ist. Es kommt ein Mensch zu uns oder zu dir, wenn du jetzt vielleicht Heilpraktiker bist oder wenn du Coach bist oder wenn du Arzt bist und sagt irgendwie, ich habe was auch immer, Energieprobleme, ich habe da Hautprobleme, ich habe ein Asthma, ich habe vielleicht schwerere Thematiken wie eine Multiple Sklerose, wie eine Rheumatoide Arthritis, wie ein Lupus, was auch immer so, ne? Und wenn man da tiefer reintaucht, dann erzählt er ganz, ganz viel. Ich habe noch das und das und bei das wurde das und das festgestellt. Ich habe schon das probiert. Und wenn man sich darauf bezieht, dann weiß man am Ende gar nicht mehr, was man überhaupt machen soll. Ne? Und das ist genau das, was man nicht machen sollte. Sondern man sollte dem Menschen natürlich trotzdem zuhören, aber ihm auch zu verstehen geben, pass mal auf, ich arbeite auf dieser Grundlage gar nicht, sondern ich gucke mir deine grundlegenden Prozesse an. Weil nur weil du mir sagst, du hast die und die Symptomatik, ich kann daraus nichts ableiten. Das kann daran liegen, dass du ein Darmsystem hast, was aus dem Gleichgewicht geraten ist. Das kann daran liegen, dass deine Mitochondrien nicht mehr funktionieren. Das kann sein, ja. Also auch da, die können Autoimmunerkrankungen auslösen. Das kann an einer Schwermetallvergiftung liegen. Kann alles möglich sein. Also deswegen, das erklären wir unseren Teilnehmern, zum Beispiel in unserer Ausbildung, wie man auch mit dem Klienten da redet und ihm verständlich macht, wie man arbeitet, so. Und deswegen geht es darum, eine Priorität zu finden, eine Ursache oder auch ein Hebel, wenn man präventiv arbeitet. Ich hatte das im ersten Interview schon erzählt, ja. Ursache ist immer so ein komisches Wort. Es geht darum, zu gucken, wo kann ich den Menschen am schnellsten, am meisten helfen? Welcher Schritt würde die meisten Probleme aus der Welt schaffen? Die meisten Dominosteine mit sich reißen. So, das ist das, die Thematik beim Thema Ursachensuche. Eine Ursache. Und das hilft dann auch beim nächsten Schritt, jetzt sind wir beim dritten, also Pläne, Umsetzung, Intervention, Therapiepläne, Behandlungspläne, wie auch immer, kann man nennen, wie man möchte. Das hilft einem dahingehend, dass man da auch einfacher wird, dass man den Klienten nicht überschüttet mit tausenden Sachen, dass man weniger kostenintensiv für den Klienten wird, dass der Klient das überhaupt umsetzen kann. Also diese Compliance, über die wir immer reden, über diese Mitarbeit, ja, die wird dann auch möglich. Ich kann dann auch mal ins Coaching gehen. Die meisten Therapeuten da draußen, Coaches, Ärzte, können gar nicht richtig coachen, weil sie schon den Klienten so krass unterstützen müssen, diese ewig langen, super komplexen Behandlungsprogramme umzusetzen. Mhm. Ja, darin fließt die ganze Coachingarbeit. Ja, pass mal auf, mach das so und so. Und da muss man schon wieder diesen Stress wegcoachen, der dadurch entstanden ist, weil es einfach extrem komplex ist. Ja, eigentlich wollen wir doch demjenigen helfen, gewisse Traumata aus der Vergangenheit anzugehen, gewisse Stressbelastungen, die außerhalb von diesen ganzen komplexen Gesundheitsthematik, also den Behandlungsplänen, die wir ihnen geben, die außerhalb davon eh schon vorhanden sind. Finanzielle Probleme, Beziehungsthematiken, Glaubenssätze und so weiter und so fort. Ja, da wollen wir coachen, da wollen wir ansetzen. Aber die Zeit haben die meisten nicht, weil sie eben auf Grundlage ihrer komplexen Behandlungsprobleme sozusagen coachen müssen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Da sollten wir schauen, weniger komplex zu werden und die richtigen Dinge an den Mann zu bringen, die im ersten oder nach der ersten Session direkt Ergebnisse bringen. Wenn ich als Klient, egal wie schwierig meine Thematik ist, auch wenn ich eine schwere Autoimmunerkrankung habe, ich muss trotzdem irgendwelche Ergebnisse erzielen, schnell. Und wenn das nur symptomatische Ergebnisse sind, sonst habe ich keine Motivation, hier irgendwie 12 Wochen, 6 Monate, 12 Monate mit jemandem zu arbeiten, weil so lange dauert es manchmal, wenn es schwere Thematiken sind. Das heißt, das ist auch wichtig, ja? Wenig machen und trotzdem schon nach der ersten Session Quick Wins generieren. Ja? Das macht man manchmal zusätzlich zu den eigentlichen Schritten, hat man ganz einfache sozusagen Tricks an der Hand, geben wir unseren Teilnehmern auch immer wieder mit. Die Leute, die wir ausbilden, die wir bei uns im Mentoring haben, um eben hier schnelle Ergebnisse zu generieren. Und der letzte Punkt zum Thema Pläne, und dann kannst du gerne wieder eine Frage stellen, dann beende ich meinen Monolog erstmal wieder, ist, wir brauchen einen Basisplan, der neben den individuellen Schritten für jedermann, jede Frau funktioniert. Ja, weil natürlich unterscheiden oder splitten sich Behandlungspläne oder Intervention
Coachingpläne, wie auch immer, splitten sich immer in zwei Teile auf. Einerseits Dinge, die für jedermann funktionieren. Mein Gott, jeder muss gewisse Dinge in der Ernährung beachten. Jeder muss sich bewegen. Jeder muss gewisse Vitalstoffe zu sich nehmen. Jeder muss gewisse Gedankenhygiene betreiben, Achtsamkeit betreiben und so weiter und so fort. Ja, nur was funktioniert? Was ist wissenschaftlich gerade der aktuellste Stand? Und was funktioniert vor allem bei Tausenden von Leuten? Und wir haben die Erfahrung, weil wir halt diese das Therapeutenteam haben, so viele Klienten haben, so viele Leute ausgebildet haben, diese Online-Kongresse mit 250.000 Teilnehmern gemacht haben, 1.600 Experten im Netzwerk. Das hat niemand anderes so. Und hier braucht man halt diesen Basisplan, den man immer wieder mitgibt, den man einfach erklären kann, der einfach umsetzbar ist und wo man einfach weiß, ach, das funktioniert, da brauche ich mir keine Gedanken machen. So, ne? Und dann hat man also auf der einen Seite den Basisplan, man weiß, wie man individuelle Schritte ableitet, abhängig von den Ursachen. Und man weiß auch noch, wie man Quick Wins generiert, sodass der Klient schon nach der ersten Sitzung eben Erfolge erzielt. Ja, du, mir ist es lieb, wenn jemand erzählen kann und ich ihm nicht die ganze Zeit alles aus der Nase ziehen muss. Von daher ist alles gut, ja. Die Leute sollen ja auch von dir hören. Ja, spannend, dass du das mit den Quick Wins auch gerade erwähnt hast, dass diese kurzfristigen, mittel-, langfristigen Erfolge da sind. Und ich denke, das kann jeder nachvollziehen, ist logisch und das passt wunderbar so. Das ist auch schon was ich im zweiten Interview quasi mit dir erarbeiten wollte, dass wir nochmal den Leuten eben nochmal ein paar Ideen geben, was denn zu dieser dauerhaften und stabilen Gesundheit notwendig ist, was zu beachten ist und was einen dort auch erwartet in der Ausbildung, was man rechnen kann. Fällt dir zum Schluss noch etwas ein, wo du sagst, das sollte nochmal jeder über mich erfahren haben, über das Programm. Und wie ist denn bisher so der Anklang gewesen? Wie hast du vielleicht auch nochmal, wie du angefangen hast in Deutschland? Also ganz ehrlich, Deutschland und Gesundheit, da hast du dir echt vielleicht eins der schwersten Felder ausgesucht. Ja, also nur mal, um dir mal ein bisschen Sprechpause kurz zu geben, dass du dich noch erholen kannst. Ich kenne jemanden, der hat einen dicken Mercedes gefahren, Jeep, ja, vielleicht 100.000 Euro Auto und schläft selber auf einer 80 Euro Lidl-Matratze. Ja, und dass der dann Rückenschmerzen bekommt und so weiter, ja, oder zumindest, dass es nicht die optimale Matratze für ihn ist im Vergleich zu seinem Auto, wo der Ledersitz allein schon 5.000 Euro kostet. Da hast du dir ein schweres Feld in Deutschland ausgesucht. Umso mehr Respekt davor, dass du das hier vorantreibst, ja. Ich denke mal, in Amerika sind die Leute viel affiner, was diese Thematik angeht. Die sind dort viel weiter. Ist das schon besser geworden in Deutschland? Merkst du, die Kruste bricht langsam auf? Du erreichst mehr Leute? Ja, also auf jeden Fall. Wie gesagt, wir machen das seit im großen Stile seit 2016. Da haben wir mit den Online-Kongressen begonnen, etwas später dann mit der Ausbildung. Die Herangehensweise und der Grund dafür, dass wir hier das Ganze intensiviert haben, war eben, dass wir gemerkt haben, hey, wir können da extrem viel bewegen mit den Online-Kongressen. Wie gesagt, 250.000 Teilnehmer, ja, das ist eine Menge und wir haben wirklich alles gesehen, was es da draußen gibt. Die krassesten Geschichten, Erkrankungen, von denen noch keiner was gehört hat, so Experten, die extrem viel Wissen und tolle Vorgehensweisen mitteilen konnten, Erfahrungen mitteilen konnten. Ich habe auf der einen Seite gesehen, dass sich das stark wandelt, dass immer mehr Menschen interessiert sind an ganzheitlicher Gesundheit, dass es auch immer mehr Menschen gibt, die nicht erst eine schwere Erkrankung haben müssen, um festzustellen, hey, ich muss da vielleicht mal was machen. Mhm. Dass es immer mehr auch so so ein Modegut wird. Also ich bin was Besseres, wenn ich da am Tisch mit meinen Freunden erzählen kann, hey, guck mal hier, ich weiß das und das über Gesundheit. Ja, wenn man sich allein mal auf den sozialen Medien umguckt, dann ist das ja richtig gehend schon, weiß ich nicht, früher hat man vielleicht damit angegeben, dass man große Muskeln hatte, heutzutage wird damit geprahlt, ich mache jetzt Yoga, guck mal, wie ich mich ernähre, guck mal, ich meditiere jetzt, ich weiß, dass die und die Vitalstoffe wichtig sind, ich folge den und den Leuten, guck mal, ich habe hier eine Studie gefunden, also damit geben Leute heutzutage an, was ja zeigt, cool, da passiert eine ganze Menge. Und wir haben eben aber irgendwann festgestellt, dass wir die Leute von dieser inspirativen Ebene in die Richtung
konzeptuelles, systematisches Denken bekommen wollen. Weil, vielleicht nochmal so ein kleiner Rückblick zum ersten Gespräch von uns, da hatte ich das ja schon gesagt, der erste Schritt, wie Leute anfangen, sich mit Gesundheit, ganzheitlicher Gesundheit auseinanderzusetzen, ist immer die inspirative Ebene. Man sieht was, man lernt was, wie gesagt, man hat vielleicht eine Erkrankung und lernt, wie man die ein bisschen besser, in eine bessere Richtung bringen kann. Oder man merkt doch einfach nur, hey, cool, wenn ich meditiere zum Beispiel, geht's mir besser. So, ne? Nur kommen die Leute ganz oft über diese inspirative Ebene nicht hinaus. Weil, wenn sie weitergehen, ganz, ganz schnell verwirrt sind. Dann, ich kann das ja an meinem eigenen Beispiel oder an unseren Kongressen einfach mal darstellen. Da sind viele spannende Experten, wie gesagt, über 1600 an der Zahl gewesen. Aber der eine erzählt das eben aus der Richtung Vergiftung, der andere sagt was über den Darm, der andere sagt was über die mentale Ebene. Und alles hört sich so gut an. Und da denkt man als normaler Mensch und als Therapeut, teilweise auch als Arzt, denkt man, ey, warte mal, das hört sich alles gut an. Es kann sogar alles irgendwie in Studien hinterlegt werden. Wo fange ich denn jetzt an? Und die meisten geben an den Punkt auf und sagen, ja, egal, ich mache hier meine Sachen weiter, ich bleibe weiter in meinem Business-Themen, ich bleibe weiter mein, weiß ich nicht, Handwerker oder ich fange an, was anderes zu studieren. Ne? Und das ist schade. Und genau das ist unsere Herangehensweise. Wir wollen eben helfen, den Leuten einen roten Faden an die Hand zu geben, Konzepte an die Hand zu geben, ein System an die Hand zu geben, wo sie nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr Wissen bekommen, sondern das Wissen, was praxisrelevant und lösungsorientiert ist, und wo sie nicht noch tiefer in irgendwelche Erkrankungen reintauchen, obwohl es ihnen gar nichts bringt, sondern eben lernen, hey, wie wende ich das denn an? Wie kann ich denn schnell in einem Gespräch mit einem Menschen herausfinden, wo sind denn seine größten Hebel, wo ich eben wirklich ihm helfen kann? Ja, wie kann ich das denn auch machen? Wie coache ich ihn auch dahin? Wie kann ich dafür sorgen, dass er mitarbeitet? Wie kann ich dafür sorgen, ja, dass er schnell so ein Quick Win hat und so weiter und so fort. Diese ganzen Themen, ja, die haben wir perfektioniert in hunderttausenden Stunden Arbeit in unserem Therapeutenteam, aber auch in dem großen Netzwerk an Therapeuten, an Ärzten, Professoren, Forschern, die wir haben, in auch extrem viel Recherche. Wir selber haben extrem viele Ausbildung, Weiterbildung, Studiengänge, was auch immer belegt, Mentoringprogramme für viele, viele tausende Euro, auch im amerikanischen Raum, du hattest ja auch schon darüber gesprochen, weil diese uns immer eben ein Stückchen voraus sind, weil sie die Probleme eben 10 bis 15 Jahre eher bekommen, weil die Pestizide schneller da unterwegs sind, Funkstrahlung schneller da unterwegs ist, Medikamente schneller da unterwegs sind, die Nahrung schneller irgendwie in komische Richtung getrieben wird. Da gibt es ganz, ganz viele Gründe. Ja, auch da sind wir sehr aktiv im Austausch. Und ja, das ist, glaube ich, das, was uns auszeichnet und wo wir den nächsten Schritt gehen wollen. Nicht nur zu inspirieren, sondern wirklich zu ermächtigen, dass man eben anderen Menschen wirklich weiterhelfen kann und dieses tonnenweise Wissen, was man da angesammelt hat, auch mal anwenden kann. Ja, dann bleibt mir nur noch übrig zu sagen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit heute genommen hast und uns quasi daran teilhaben lässt, dass es überhaupt so etwas gibt. Ja, also bis vor kurzem war mir das auch nicht bewusst, dass sich da schon jemand die Mühe gemacht hat und das auf eine wissenschaftliche basierte Art und Weise fundiert zusammengebracht hat. Es war mir neu und ja, coole Arbeit, die du da geleistet hast. Und ja, wahrscheinlich, wenn du dranbleibst, revolutionierst du noch die Medizin in Deutschland. Dann wird vielleicht irgendwann dein Programm zum Ausbildungsstandard für die neue Generation, ich betone, der Therapeuten. Ja. Und ja, lass uns da bloß in Kontakt bleiben und ja, Dann über neue Entwicklungen auch informieren. Gern. Ja, gern. Also ich meine, du besuchst ja auch unsere Ausbildung jetzt, startest da ja auch rein. Da können wir gerne uns auch mal über Erfahrungen austauschen. Und ich finde es sehr spannend, wie du das Ganze aufnimmst. Ja, und für alle, die das auch interessiert, wir werden bestimmt die Landingpage hier runter verlinken. Ne? Ganz genau. Guckt euch das an, ganz in Ruhe. Wir bieten da kostenfreie Gespräche an, dass ihr euch wirklich 60 Minuten mit einem unserer Experten einfach mal austauscht. Schaut, wo steht ihr gerade? Was sind eure Ziele? Euch dabei helfen, was eure nächstbesten Schritte sein können. Das muss noch nicht mal unser Mentoring-Programm oder unsere Ausbildung sein. Das kann es sein. Und ja, da einfach schauen, könnte das was sein oder eben nicht. Und wenn das nicht so ist, ist es auch nicht schlimm, weil diese Gespräche sind kostenlos, unverbindlich. Genau, könnt ihr euch einfach einen Termin buchen. Absolut. Wie immer das Motto, tue Gutes und spreche drüber. Das darf man ruhig tun. Und
Dann nochmal danke für deine Zeit und vielen Dank für die Inspiration und mach weiter so. Danke dir, danke für die Möglichkeit.